Die einzelnen Teile von der 57 Meter langen und 32 Tonnen schweren Weichen werden vom Bahnhof Winterthur auf die Bahnbaustelle Schwalmenacher gebracht. Vor dem Einbau sind aber verschiedene Arbeiten nötig gewesen, wie zum Beispiel die Sanierung vom Unterbau. Die vier neuen Spurwechsel bringen am Bahnverkehr grosse Vorteile. Der Schwalmenacher dient auch dazu, dass man die Züge schneller im Bahnhof einfahren kann, dass man flexibler einfahren kann, mit höherer Geschwindigkeit einfahren, weil der heutige Bahnhof Ostkopf von Winterthur, da kann man auf Ablenkung die Weichen nur mit 40 befahren und da aussen kommen dann eigentlich Züge schon mit viel höherer Geschwindigkeit, also mit 80 oder 100 km pro Stunde auf die richtigen Gleise einlenken. Damit sollen die geplanten Angebotssteigerungen ermöglicht und auch für einen stabileren Fahrplan gesorgt werden. Die Bauarbeiten sind aber aufwendig und bergen verschiedene Herausforderungen. Sobald man eigentlich Arbeiten sehr nah am Gleis oder im Gleis macht, so wie jetzt die Gleisbauarbeiten, kann man nur in der Nacht arbeiten bei gesperrtem Gleis. Wie Sie jetzt eben sehen, wenn die Gleise durch aufgeschnitten sind oder wenn man eben sehr nah an so einem aufgeschnittenen Gleis arbeiten muss, dann braucht man gewisse Raum und das kann man nur in der Nacht, wenn wir die Intervalle bekommen. Wir können am Tag die Gleise nicht unterbrechen, sonst springen wir den Zugverkehr nicht durch. Über die Nacht können darum nur 7 Stunden auf dem Gleis gearbeitet werden. Aber auch die Sicherheit der Arbeiter ist wichtig. Auf den Gleis links und rechts von ihnen fahren Züge nämlich auch während der Nacht. Da wir jetzt hier die Gleise aufgeschnitten haben und an der Fahrbahnarbeiten sind, kann man die nicht mit der Streckengeschwindigkeit, mit der höchst zulässigen Streckengeschwindigkeit befahren, sondern mit einer tieferen Geschwindigkeit. Und darum haben wir eine sogenannte Langsamfahrstelle gesteckt. Das sagt dem Lokführer, dass er da Maximum 50 jetzt die Nacht, respektive auf dem Nachbargleis 80 darf fahren. Angefangen haben die Bauarbeiten letztes Jahr. Das ist die drittletzte von den 8 nötigen Weichen. Was weiteres wird noch eine noch die Fahrleitung bespannt, das heisst, werden die Fahrleitungsdrähte montiert und Abschlussarbeiten gemacht, wie all die Kabelarbeiten noch und die Fahrleitungsarbeiten, respektive die Arbeiten am Schaltposten und die Speisleitung zieht sich dann auch noch rein bis im Frühjahr 2016. Die Kosten für das Bauvorhaben betragen rund 36 Millionen Franken. Das nächste Projekt, das schon am Anlaufen ist, heisst Leistungssteigerung Winterthur und soll bis 2019 weitere Kapazitätsengpässe beseitigen.